Hihi, da prügeln sich welche. Weißt du, ich habe noch nicht mal viel geleistet. Das ist doch unfassbar, ey. Diese Arschlöcher. Duschen? Ja, ich gehe gleich duschen. Ich muss ja erst noch trainieren. Lass mir ja nicht auf mein Gehänge. Da gibt es sowieso nichts zu gucken. So, noch ein bisschen. Was? Komm, jetzt gehen wir erstmal duschen. Echt jetzt? Ja, echt jetzt. Ah, tut das gut. Nicht so laut, verstanden? Entschuldigung. It's raining, man. Halleluja. Da habe ich auch noch so einen Text reingeschrieben mit, ach, was für ein Tag. Ja, wir haben trainiert, haben aufs Maul bekommen, waren auf der Krankenstation und wurden vom Wärter angepöbelt. Pflegespülung? Nein. Da habe ich auch so einen kleinen Text reingeschrieben von wegen, oh, you touch my tralala. My ding ding dong. Aber weil das Spiel ja nicht laufen will, habe ich es leider nicht drin. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Jetzt wollen wir erstmal neben unserem besten Freund Basti essen. Lecker, lecker, lecker. Na, alles frisch bei euch? Mist, ich komme da nicht durch. Okay. Ah, das tat gut. Wir haben erstmal ordentlich geschnabuliert. Wir haben gegessen und uns kann niemand ans Bein pinkeln. Und jetzt trainieren wir noch ein bisschen. Wir müssen nämlich auch gucken, dass wir ordentlich stark werden, damit wir mögliche Abendfreizeit, damit wir mögliche Aktivitäten bezüglich Gewalt besser wegstecken können. So, dann wollen wir mal schnell trainieren. Das mit dem Getippel hier ist ein bisschen doof, weil ich bin es nicht gewohnt, so zu tippen. Aber egal. Ich glaube, ich werde beobachtet. Ja. Ich glaube, Offizier Serlin steht auf dich. Habe ich nicht recht, Tobi? Na, Destiny? Alles klar bei dir? Lass mal noch ein bisschen unsere Abendfreizeit genießen, indem wir trainieren. Wir brauchen nämlich ordentlich Schmackes und Lebensenergie. Weil je mehr wir trainieren, umso mehr Lebensenergie haben wir und umso besser können wir andere verprügeln, um sie auszuräubern. Dem würde ich beipflichten. Siehst du, er gibt uns recht, wer auch immer das jetzt gerade war. Belkur! Alles fresh! Training! Ich hatte nur einen Löffel. Was? Männer abzuwehren? Man kann niemandem vertrauen. Ja, besonders dir nicht. Schneeflocke. Puh, ich bin völlig erledigt. Erstmal schnell duschen gehen. Damit wir bereit sind, dem nächstbesten aufs Maul zu gehen. Hi Anton, ich kämpfe nur mit kleinen Typen. Ja, so siehst du aus, mein Dickerchen. Yo. Yo, was geht? Wie der echte Anton, der sagt auch das Yo. Warum ist er hier? Tobi? Weißt du überhaupt, wer ich bin? Ja, darum haut er dich auch. So, wir trainieren noch ein bisschen weiter. Ist am Anfang werden wir uns noch ein bisschen an... Komisch? Komisch wie? Kommentiert, so ist das. Ja, ja, ja. Wir werden am Anfang noch uns hier irgendwie an den Arbeitsalltag halten. Also, was heißt Arbeitsalltag? An den Knastalltag. Um uns einzuleben, so zu tun, als wenn wir voll die netten Typen sind. Und dann werden wir aber ausbrechen und alles hier niedermetzeln, weil wir sind einfach immer, wir sind nämlich Don Marcy, der Pate des Knasts. Wir sollten den Fitnessraum überfluten. Aber wie? Abendappell? Zum Abendappell! Ach, da oben. Der gelbe Pfeil zeigt mir, wo ich hin muss. Henricus, nein! Crafting. Crafting-Spitze. TV-Fernbedienung, Schlaftabletten. Nehmen wir einfach mal mit. Ah! Hilfe, was will der denn? Chrissy und Bentham. Ich muss mal ganz schnell weg hier. Ein paar Sachen im Klo verstecken. Wenn ich das richtige Klo finden sollte. Hier ist meine Zelle. Ich muss mich noch dran gewöhnen. So, das kommt da rein. Die Keule nämlich raus. Oh, das ist jetzt doof. Kammwaffe. So, jetzt habe ich nur erlaubte Sachen. Die sind immer noch im Armappell. Wir möchten euch zufriedenstellen. So, dann gehen wir erstmal Nachtruhe. Gehen wir erstmal schlafen. Haya Popeye machen.
Und ich brauche einen Schraubenzieher, damit ich da irgendwie vielleicht durch den Lüftungsschacht abhauen kann, wie im Tutorial. Huch. Nein, nein! Ich würde mal sagen... Oh. Wir gehen jetzt erstmal schlafen und speichern das Spiel. Schreibtisch von Bentham. Ich bin wach. Guten Morgen, liebe Sorgen. Anton möchte tauschen. Hammer. Alter. Stufenleiter. Was hat denn Hendrico so für mich? Ein Schraubenzieher. Den könnte ich gut gebrauchen. Holz könnte ich auch gebrauchen. Danke. Bitteschön, Hendrikus. Wir müssen uns ein bisschen einschleimen bei Hendrikus. Ich habe gehört, Offizier Andi steht auf der Abschussliste. Das ist doch interessant. Und wir schenken ihm noch das hier. Cool. Und eine Fernbedienung schenken wir ihm auch noch. Was geht, Kumpel? Eigentlich würde er jetzt stehen, Bro, aber egal. So. Eine Zellendurchsuchung bei folgenden Trotteln. Wer ist denn der heutige Trottel? Dormasi und Schneeflocke. Was? Wieso ich? Frühstück. Hoffentlich finde ich nicht meine Klamotten da drin. Ich bin ja schließlich ein aufrechter... Hier hat er hingekotzt, kann ich verstehen. Ist ja auch ein Drecksfraß hier. Hendrikus. Was hat Anton nochmal? Du bist außer Reichweite, alles klar. Ah, das war lecker. Na Anton, alles klar. Crafting Spitze, Tinte, Folie. Was? Folie ist verboten. Warum ist Folie verboten? Verstehe ich nicht. Na los, probier mal. Geh weiter, Domasi. Ja, ich bin doch. Ist alles gut. Huch. Netter Versuch, Domasi. Einer meiner Jungs hat während einer Zelleninspektion illegale Gegenstände in deinem Schreibtisch gefunden. Als Strafe werde ich dich ein paar Tage in Einzelhaft stecken. Hoffentlich wird dir das eine harte Lehre sein. Was für ein Wichser. Ich bin unschuldig. Ich hätte es ins Klo schmeißen sollen. Verdammter Dreck. Oder ist noch was im Klo drin? Mist. Alles weg. Alles, was wir geklaut haben, ist weg. Man kann übrigens auch den hier machen. Blub. Deswegen klaue ich mir mal kurz hier ein paar Klamotten. Ja, so, man muss erst kurz warten, dann sucht er. Magazin, Pornhäfte, Armbanduhr, Zahnpasta, Stück Seife, Pfeffermilch. Ich nehme mal die Seife und eine Armbanduhr nehme ich mal mit. Und dann schmeiße ich mal. Beweg dich doch, Marci. Ja, ja. Ich bewege mich doch, siehst du doch. Dann schmeiße ich mal das da rein, das da rein, das da rein. Ich werde die mal... Upsa. Verstärkung trifft in... Was? 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 Warum? Hey, warum? Was habe ich denn gemacht? Was? Leistengegend, das ist Fakt. Ja, das glaube ich gerne. Warum? Warum haben die mich erschossen? Alter. Sicher, dass es auch sehr einfach ist? Heiliger. Fick dich, du Bastard. Ja, fick dich, du Bastard. Mann, ey, so ein Arschloch. Ich gebe dem Gericht alle 10 von 100. Hör auf, Chrissy. Hör auf, Chrissy. Das stinkt ja. Ihr geht. Freizeit. Kilian und Chrissy sind beide... Die Armen. Ein Mob. Voll die Mobbing-Opfer hier. Rasierklinge. Schlaftabletten. Und gekochtes Essen.
Ich nehme mal die auch noch mit. Jetzt gehe ich mal schnell hier raus, bevor der Penner mich da erwischt. Bevor er mich erfischt. Da fehlen noch irgendwie die paar Klamotten. Mal gucken, ob ich die Tabletten und das craften kann. Nichts passiert, schade. Okay. Es wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Die Schlaftabletten packe ich mal da rein. Halt, ich möchte das dann noch mit reinschmeißen. Ich sammle erstmal ein paar Sachen. Bis es sich lohnt, etwas hier zu machen. Mal gucken, ob die Agentur was für uns hat. Mike, Schneeflocke, Velcro-Wäscherei, Briefinger Metallwerkstatt, Schneeflocke, Hausmeister ist Mike. Mikes Hausmeister-Ecke. Briefträger ist Bentham. Ich glaube, wir können auch im Tipp keine Freistelle, mache eine, indem du deine Mitgefangenen bei der Arbeit unterbrichst. Das ist der Tipp, den ich gerade selbst erzählen wollte. Man kann jetzt, wenn ich jetzt sagen, mal Hausmeister werden möchte, die Zeit läuft nicht weiter, das ist sehr gut, kann ich jetzt Mike verprügeln, es tut mir leid, lieber Mike, und kann mich dann für seine Stelle bewerben. Ich kann aber auch das bei allen anderen machen. Aber dafür muss ich dann erst einmal noch ein bisschen trainieren. Er war Trickbetrüger, der Glückliche. Da kommen wir nicht rein. Hallo. Hier ist der Besucherbereich. Ach, ich bin ja noch hier oben. Ich muss nach da unten, wenn ich trainieren möchte. Ich nehme mal die Abkürzung durch Dusche. Lalalala. Weil wenn ich jetzt jemanden verprügeln möchte, brauche ich mehr Energie, mehr Lebenskraft und mehr Power in den Muckis. Ich habe gehört, die Frau von Offizier... Jetzt habe ich nicht so schnell lesen können. Auf jeden Fall... Ich bin gespannt, ob wir das hier überhaupt schaffen, den mal irgendwann auszubrechen, weil das ist gar nicht mal so einfach. Man hat ja schon gesehen, wir wurden wegen nichts erschossen. Säcke. Und wurden auch einmal locker verprügelt. Das kriegt ja noch alles wieder. Chrissy. Du nicht. Offizier Nolte betrügt. Ja, die Menschheit in ihrer Anwesenheit. Mittagessen. So, da wollen wir mal schnell was schnabulieren, bevor wir wieder auf der Abschussliste stehen. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich gehe hier hin. Lasst mich alle in Ruhe. Da fehlt noch etwas Würze, da fehlt noch etwas Geschmack in dem Fraß. Kian, ich belohne dich, wenn du mir das besorgst. TV-Fernbedienung. Gewiss, natürlich mache ich das. Tagebuch. Tagebuch? Gib TV-Fernbedienung an Kilian. Tagebuch, Bauanleitung. Ah, interessant. Oh, da wird wieder geprügelt. Hör auf, Chrissy! Velcour? Natürlich hat Chrissy verloren. Armer, armer Chrissy. Ist das essbar? Natürlich ist das essbar. Wie die Kotze von gestern Abend. Sie aufheben, wie geil ist das denn? Das habe ich auch noch nicht erlebt. Ah, erstmal ein bisschen Sonnen. Sehr gut, jetzt bin ich wieder knusprig braun gebrannt. Hallo. Mal gucken, habe ich nicht schon eine Fernbedienung? Bedienung fern? Nö, habe ich nicht. Scheiße. Schreibt ihr schon Bentham? Mal gucken, hat er hier zufällig eine Fernbedienung? Eine Feile. Seidenes Taschentuch. Nö, der hat nichts Interessantes. Wenn wir mal hier reingucken. Schneeflocke, hast du irgendwas Tolles für mich? Zum Beispiel eine Fernbedienung? Nope, auch keine Fernbedienung. Ah, ich dachte schon, da kommt jetzt hierher gewatschelt. Pfefferminzbonbon, den haben wir schon ausgeraubt. Alles gut, Andi. Ich mache nichts Verbotenes. Bitte meld mich nicht. Bleichmittel. Gut, haut wieder ab. Aber noch schnell hier rein. Schreibt Schokilian. Mal gucken. Löffel. Oh, wer hat meinen Schokoriegel geklaut? Ich. Wir klauen ihm etwas, damit wir ihn dann später was verkaufen können. Basti. Basti, hör auf. Aua. Der haut mich. Sie mir hilft. Und er hat Handcreme.
Homo. Lalalala. Fallen lassen. Wie geil. Okay. Nein. Er wurde in der Dusche verprügelt, das ist nicht gut. Ihr müsst ihn, denjenigen, der es getan hat, bestrafen. Aufs Übelste natürlich. Ich habe einen Schokoriegel geklaut, jetzt komme ich ins Gefängnis. So. Bentham, komm mal kurz her. Bentham, hey Bentham. Ich hau dir aufs Maul. Bentham, 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 hör auf. Bentham, lass es einfach geschehen. Danke. Halt, fallen lassen. Eine Socke. Feine. Was hat er noch gehabt? Ein Spachtel. Okay. Das ist so geil. Na, Tobi, alles klar. Hofgang. Okay, wir haben Hofgang, alles klar. Können wir erstmal craften. Sie müssen 10 weitere intelligent... Oh. Ich bin zu doof, mir sowas zu craften. Wie dämlich ist das denn? Im wahrsten Sinne des Wortes. Ey, Bentham! Bentham! Halt, nein! Hey, er haut mich! Ihr müsst mir helfen, ihr scheiß Offiziere. Tobi! Sirlance! Mr. Sirlance! Hey, Bentham! Suchst du Streit? Bentham? Bentham, hey! Fort mit dir! Hopp, hopp, ja! Komm schon, Tomasi. Was denn? Ich bin doch nur dabei, mich hier zu bilden. Ja, aber das Internet hier können wir uns bilden. Wir surfen. Na toll, jetzt muss ich vom Surfen duschen. Das ist ja unglaublich. Autsch, meine Augen. Nicht nur deine Augen. Warte, hier ist schon gerammelt voll. Das glaube ich jetzt nicht. Er hat auch noch so einen kleinen Spruch. Nudelparade. Und dann so ein fröhliches Smiley so aus Klammern und so weiter gebastelt. Es wäre so schön, wenn das funktionieren würde, aber es tut es leider nicht. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie hinkriege. Es macht nämlich Spaß, wenn man so seine eigenen Texte drin hat. Das ist echt lustig. Ich bin fertig mit Duschen. Ich gehe mal ein bisschen surfen. Ich brauche meine tägliche Dosis Internet. Direktor? Hallo? Stoß dir den Bart. Direktor? Direktor? Hört euch über mich um. Was? Ich wollte den eigentlich verprügeln, aber warum darf ich den nicht verprügeln, wenn ich das möchte? Oh, Abendessen. Ich muss schnell was essen gehen, sonst kriege ich wieder Anschiss. Oh, ich habe noch eine halbe Stunde Zeit. Ich bin doch schon da. Mann, bleib mal locker, ey. Ich brauche noch eine Fernbedienung. Ich habe es nicht vergessen. Ja! So, mal gucken, was Basti dabei hat. Seines Tuch. Meins. Komm, Basti, ich bring dich mal an die frische Luft. Bitteschön. Ich hoffe, dir geht's wieder besser. So, Abendfreizeit. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen surfen. Wir wollen nämlich mit offener Tür surfen. Ich musste vorhin jemanden... Was? Hallo, Tobi. Tobi, alles klar? Chrissy. Kilian. Ich hab bald eine Fernbedienung, Kilian. Alles wird gut. Hallo? Ah, ich muss immer wieder drauf drücken. Okay, sag mir das doch mal einer. Schau, Muskeln spielen lasse. Bla bla bla. Du und Muskeln, als wenn der Bentham. Hey, alles klar bei dir? Wo kann ich eigentlich sehen, wie meine Intelligenz ist? Profil. Stärke, Intelligenz. Okay. Geschwindigkeit. Wir sind richtige Intelligenzbestien. Warte, wenn das durch ist, mal gucken. Yeah, wir sind voll schlau. Sehe ich das richtig, dass im Internet surfen verbraucht meine, macht mich müde. Also bitte, ich sitze fast den ganzen Tag vorm Rechner und ich bin nie müde. Dawn Marcy, du enttäuscht mich wirklich sehr. So, das sollte jetzt eigentlich reichen, damit wir uns eine Nahkampfsocke bauen können. Bin ich jetzt hier überhaupt... Ich bin hier falsch. Ich bin hier falsch wie Falschgeld. So, ich guck nur ganz...
ganz normal in meine Klamotten rein. So. Dann hauen wir mal dat. Was war das jetzt? Okay. Volle Socke, Stück Seife und Socke. Ah, jetzt werden die Rezepte gespeichert. Das ist sehr cool. Na, Destiny? Choose your destiny. Hendrikus! Ich habe das Gefühl, ich möchte jemanden gleich aufs Maul geben. Bastis Schreibtisch. Ob Basti eine Fernbedienung für mich hat? Büroklammer, komm, bla bla bla. Erste-Hilfe-Kasten. Rolle Klopapier, Folie. Chrissy. Na? Da wird gerade geprügelt. Nein, ich lasse mir seinen Schokoriegel. Oder auch nicht geprügelt. Halt. Hendrikus, es tut mir leid, ich muss mal kurz. Auch nicht.